5000 Lastwagen, 20 Frachtschiffe und 90 Flugzeuge sind täglich im Einsatz. 17.000 Mitarbeitende geben pro Jahr 12,6 Milliarden Mahlzeiten aus. 8 Milliarden Dollar Spenden werden benötigt. Ohne diese Unterstützung würden 135 Millionen Menschen weltweit verhungern. Gigantische Zahlen. Zum Vergleich, das ist, als müsste die gesamte Bevölkerung Deutschlands und Polens jeden Tag mit Essen versorgt werden. Das leistet das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, die Feuerwehr für akute Hungersnöte, die in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. Alfred Nobel hatte verfügt, dass der Preis dem zuerkannt werde, Zitat, der am meisten oder besten für die Verbrüderung der Völker und für die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere sowie für die Bildung und Verbreitung von Friedenskongressen gewirkt hat. Dass Hunger zu Konflikten führt und materielle Sicherung auch den Frieden sichert, wissen wir alle. Mit der Vergabe des Friedensnobelpreises wird auch ein deutliches politisches Signal gesetzt. Ohne Solidarität kann niemand in dieser Welt leben. 950.000 Euro ist der Nobelpreis wert. Und dieses Geld ist gerade jetzt bitter nötig. 2 Milliarden Menschen weltweit arbeiten in der informellen Wirtschaft und sind nur einen Tag vom Hunger entfernt. Was mich skandalisiert, jedes Jahr landen 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel auf dem Müll und gleichzeitig hungern so viele Menschen. Eine Welt ohne Hunger wäre doch möglich. Dass Menschen überall auf der Welt satt werden und wir an andere denken, darum bete ich im Nachtgebet. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.